Moin Moin, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Mega Let's Play Uncharted 4 mit Gunni. Hi. Wir freuen uns sehr. Die Ausgangssituation ist folgende: Gunnar, du hast keinen Uncharted-Teil gespielt. Nee, nix. Aber du bist total gespannt. Ich wollte es immer spielen, ich hatte aber nie eine PS3. Ich war damals noch arm Ja, das war und vor konnte mir Wer das wird nicht. Millionär? Ja. Hatte mir nur eine Xbox 360 und da gab es das ja nicht. Das Ich stimmt. habe das dann gedacht, ja, ich habe ja Tomb Raider gespielt, das ist ja ungefähr dasselbe, habe ich gedacht. Aber dann hast du gleich gesagt, nee. Nee, 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 nee. Tomb Raider ist auch ein fantastisches Spiel, aber Uncharted ist schon auf jeden Fall. Das muss man nicht vergleichen. Das ist eigenständig. Genau, ich habe alle drei Teile gespielt. Den letzten Teil habe ich mit Simon ja knallhart durchgenommen. Das war auch eine sehr, sehr lustige Reise. Simon ist aber längerfristig im Urlaub. Ja. Und wer weiß, ob er überhaupt zurückkehrt. So, er hat mir Bilder geschickt heute. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht da bleibt. Ja, ich freue mich sehr, dass wir das zusammen spielen. Und wir werden heute anfangen bis um 12 und dann morgen früh, oh, um 10, 10:30 10:30 Uhr geht's dann 10:30 Uhr geht weiter. es weiter. Du wirst Frühstück machen, wir zocken gemütlich weiter. Und dann ist eigentlich der Plan, dass wir es halt durchzocken. Ich weiß nicht genau, wie lange das Spiel geht. Ich habe mir nichts durchgelesen. Ich weiß überhaupt nichts. Vielleicht kommen wir bis um 12 nicht durch. Vielleicht sind wir aber auch schon um 15 Uhr fertig. Man weiß es nicht. Wie ist denn unser Plan? Gucken wir uns alles an? Suchen wir Ja. nach jedem Schatz? Nee, Schätze, da scheißen wir drauf. Und sowas. Gibt es das überhaupt? Also, ich weiß nicht, ob es in diesem Teil Schätze Ist man gibt. Das nicht, ne? letzte Mal, das waren aber nur so Items für die persönliche Sammelsucht. Da hat man im Spiel selbst nichts mit verändert. Von daher Genau, das suchen wir nicht brauche alles, ich keine ne? Schätze. Nee. Ja, also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, ich habe auch jetzt sitze hier gerade zum ersten Mal davor. Ich habe nichts vorbereitet. Und Das sieht aber schon ganz cool aus. das sieht nice aus. Also, Uncharted ist ja immer schon der absolute Grafikhammer gewesen, schon im ersten Teil. Und jetzt quasi auf der PS4 bin ich schon mal sehr gespannt, was die da rausgehauen haben. Seid ihr fertig? Seid ihr bereit? Du bist Ich bereit? bin bereit, Los ja. geht's. Kommt Kommt bestimmt morgen ein raus fettes erst, Intro ne? jetzt. Ja, morgen kommt's raus erst. Oh, okay. So, Story. Fortfahren. Wer hat denn das gemacht? Also, da haben sie schon probiert. Wir machen aber ein neues Spiel. Zack. Möchten Sie die Schätze? Nee, brauchen wir alles nicht. Wer hat da schon Was? gespielt? Ja, wahrscheinlich zur Vorbereitung, ne? Herausforderung machen wir mal Mittel, oder? Ja. Wenn es zu einfach ist, können wir es ja immer noch hochstellen. Automatisches Ziel machen wir aus. Brauchen wir alles nicht. Kamerahilfe. Was? Nee, Nein. brauchen wir alles nicht. Komm, einfach direkt anfangen jetzt. Uiuiuiui. Ja. Was? Speichern? Ja, komm, speicher Können wir über, scheiß drauf. überspeichern? So. Brauchen wir alles nicht. Ich behalte hier so ein bisschen den Chat im Auge Ja, bitte. und guck mal, was die so von sich geben. Ja, Simon ist im Urlaub, genau 4 Wochen. Guck mal, die wissen schon genau alle, was Simon im Urlaub Ja. macht auch. Ich glaube, der lädt jetzt wahrscheinlich schon. Ach so, Mann. Ich bin sehr gespannt. Also, ich erwarte ein bombastisches, cineastisches Intro. Was ist Denn denn bis jetzt passiert in den ersten das Dav ist sehr schwierig, in wenigen Worten zusammenzufassen. Aber er hat natürlich am Ende Elena gekriegt. Seine Schön. blonde Flamme. Und das Ist sie in ist dem Buch drin? bestimmt. Elena? Ja, also im Prinzip ist ja Elena der größtmögliche Schatz für ihn. So, übrigens, wir spielen Sprachausgabe auf Englisch, aber Untertitel und Text auf Deutsch. Ich dachte, das ist vielleicht ein Kompromiss für jene von euch, die Original-Synchro wollen. Und denjenigen, die es auf Deutsch spielen wollen. Ich hoffe, das ist okay. Man kann es ja nie allen recht machen. Ich glaube, er redet eigentlich jetzt gerade. Ich fürchte auch. Boah, jetzt muss ich schon fahren. Okay, irgendwas hat ja gerade mit der Sprachausgabe nicht geklappt, aber jetzt. Okay, was muss ich jetzt machen? Oh, die einfach weg. Haha, nice. Aber oh, das sieht gut aus. Ich hau die mal weg. Nice, ich ramme die einfach alle. Instinktiv alles kaputt machen. Vor mir ist einer. Ist da. Und weg. Ja, warte, ich lenke schon. Und weg, Kettenschwanz. Jetzt.
Da, tschüss. Oh, den hab ich knapp verpasst. Okay, den hol ich mir jetzt aber. Komm, den hol ich mir jetzt. Ah, oh, der. Ah. Den. Kadenz, Alter. Das, wo sind denn noch welche? Das mit dem Untertitel hat auch nicht geklappt, oh, ne? Nee. Aber wir haben es eingestellt. Wir gehen gleich nochmal ins Menü und gucken nochmal. Oh, was ist das? Okay, der hat eher uns gerammt, glaube ich, oder? Das ist doch ein größeres Boot, Mann. Ja, ist doch ganz schnell weg, ey. Tschüss! Dann nehme ich mir doch lieber wieder die kleineren hier vor. Boah, shit. Alter Schwede, Artillerie! Ah! Ah! Ausweichkurs! Oh, hast du den Schatten noch gesehen gerade? Shit! Oh! Das ist doch geskriptet. Ja. Ich konnte doch gar nicht. Ich konnte überhaupt nicht gewinnen. Runter, 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 oh! Runter, runter! Schwede, ey. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich komm. Alter Schwede. Okay. Shit. Okay. Was, Santa? Shit, das Cover Me, hat er gesagt. Ja, ich hab... Ballern. Ach so. Womit? Ach so, ich hab einen... Okay, das war's schon? Nee, natürlich war's das nicht. Oh, was? Shit. Hier nichts. Ist das ein Faster? Yes! Oha. Der fährt weg. Arman's a bitch, oder kommen noch mehr? Oh ne, shit, erstmal den da. Okay, ich muss jetzt. Kann ich jetzt fahren oder was? Ne, immer noch nicht. Shit. Guck mal, hier nehmen die im Chat an, dass du Auto-Aim an hast, aber hast du es gar nicht. Nein, ich habe kein Auto-Aim an. Wir haben's einfach so gut, ey. Wir haben es ja gerade schon gezeigt, dass wir kein Auto-Aim haben. Egal, ja, wir werden sofort abhauen, wenn alle tot sind. Wir haben keine Ziele für an. So, jetzt. Hau ab. Ja, jetzt kann ich an. Fahr, fahr, fahr! Okay, den hau ich ja wieder weg, den ramm ich weg. Komm her! Oh, da ist noch einer. Oh. Springer, oh, fast auf mir rauf. Oh shit, da war eine richtige Felskuppe. Okay, jetzt muss ich jetzt. Tschüss. Oh. Oh. Ah! Bremsen. Oh, oh, ich hab gerade noch gebremst. Weil das, glaube ich, mit so einem Boot gar nicht so einfach ist. Durch die Todesfelsen hier. What the fuck? Ich bin jetzt erschrocken, ey. Oh! Nathan. Ja, man sollte eigentlich jetzt hören, was sie sagen, glaube ich. Die Mutter redet, glaube ich, gerade. Oh, das ist fürchterlich. Kann ich auf Pause machen? Okay, wir haben hier keinen Sound und ich weiß nicht, woran es liegt. Ob wir, wahrscheinlich ist das irgendein Kanal, der nicht an ist. Irgendwas meinen die an den Soundeinstellungen in der Konsole? Könnte was falsch sein. Eieiei. Das da vielleicht auf Stereo oder so geschaltet ist. Wir haben okay. Hier Mono-Sound. Wir speichern kurz und wir werden unsere Technik-Crew, unsere Vielbeinige, kommt mal eben rüber und. Denn wir sind zu blöd. Und wird das eben machen. Zack. Und wir machen ein bisschen Werbung und dann sind wir gleich wieder da. Und dann gucken wir auch mal wegen Untertiteln und so. Das haben wir eigentlich eingestellt, aber irgendwie hat das nicht übernommen. Ich glaube, die Nonne hat aber auch nichts Besonderes erzählt. Die Nonne hat nur geguckt, die Nonnen halt so sind. Die gucken einem ins Herz und mehr brauchen sie nicht. Bis gleich.